Meint das hier. Hab ihn an einen Nachbarn verkauft und jetzt ist er statt einem Produktionsauto ein Familienauto geworden. Sie werden so schnell erwachsen. Es ist heute einer der letzten Prep-Days für die Venues-Videos. Entsprechend habe ich jetzt gerade mal hier ein bisschen die Storyboards vorbereitet, dass wir da gleich mal anfangen können. Ich gehe gleich mit Joscha die Zeitplanung durch, wann wir was drehen. Was sind denn, Joscha, deiner Meinung nach die größten Fehler bei der Pre-Production? Ich glaube, da sind so viele Fehlermöglichkeiten. Ich glaube, man muss viel früher einsteigen. Der größte Fehler beim Drehbuchschreiben ist, glaube ich, sich viel zu viel Raum zu geben für alle möglichen Ideen, anstatt an einem Ort zu bleiben, gedanklich und zu sagen, was ist da alles möglich, sondern man springt oft, denkt sich tausend Motive aus und man denkt beim Drehbuchschreiben schon, ach, das kriegt man schon hin. Dann schraubt man erst wieder bei der Vorproduktion runter und versucht wieder zu minimalisieren und das ist dann doof, weil man die ganze Zeit dieses Kill Your Darlings spielen muss. Jo. Und das tut einfach weh. Und im Zweifel merkt man, dass man die eigentliche Substanz des Drehbuchs gar nicht mehr trifft. Und ich glaube, noch ein Fehler ist, die Produktionsplanung alleine zu machen. Es ist immer total sinnvoll, sich einen Ping-Pong-Partner mit reinzuholen, mit dem man das so die Ideen abspielen kann. Nach dem Motto, pass auf, ich würde gerne das machen, so und so und so. Und dann wird dein Gegenüber sagen, okay, ja, verstehe ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Das haben wir ein bisschen zu spät gemacht dieses Mal. Auch bei den Valkyren haben wir es ein bisschen zu spät gemacht. Und ich glaube, je früher man das Spielchen spielt und das eben vielleicht schon mit einer frühen Drehbuchidee, umso eher kommt man auf einen schnellen grünen Zweig. Ja. Ich glaube, das große Problem dabei ist, dass man immer unterschätzt, wie krass anspruchsvoll Pre-Production ist und wie viel Zeit man eigentlich sich einräumen muss. Das ist der Großteil der Produktion. Wenn du mit einem super Team, einem super Kameramann in einen bekackt geplanten Dreh gehst, dann wird das Video am Ende scheiße. Ja. Bei uns hat das den Beinamen Budapester. Und das ist eine Story für wann anders. Ja, auf jeden Fall. Ich setze mir gerade ein paar Markierungen auf den Boden, um einfach mal zu gucken und zu üben, wie so die Abstände zueinander sind. Also ich mache mir Markierungen für 1 Meter, 2 Meter, 5 Meter und so und trainiere so ein bisschen mein Auge, wie weit Abstände so sind. Hier wird es halt echt komplex, ob das wirklich Sinn macht. Ich biete es nur mal an, ne? Wir können genauso gut auch einfach komplett drauf kacken. Ich glaube, das ist, wenn man was drauf gedröselt hat, nicht mehr so riesendramatisch. Ja, das wird chillig. Also das heißt, sie muss sich nur einmal umziehen, um wieder in ihr echtes Ich zurückzukehren quasi. Verstehe. Lass einfach, wir lassen ihn ungeschminkt, wir tracken halt Masken ins Gesicht, wie doof. Aber wenn wir zuerst draußen drehen, dann ist doch drin, müssen alle abschrauben und sowas. Und wenn wir dann erst in den Keller gehen, dann können die wirklich anfangen rauszuballern. Dann ist doch damit voll geil erledigt. Okay, so. Ist nicht so leicht. Lisa ist nach wie vor dabei, Fokuspullen zu üben, was ich total gerne ambitioniert finde. Es sieht auch sehr lustig aus. Hier, dieses Bild ist perfekt. Siehst du hier, so sieht das aus. Ja. So. Wie gesagt, das muss halt noch gefärbt werden und hier müssen halt überall diese Einstiche gemacht werden, damit das hier so eine Art Linie ergibt dann. Knödel, so dass das halt so darmäßig aussieht, ne? Geil. Ich gehe zum Martin, weil wir haben im Sommer wieder ein Projekt anstehen. Und das soll geil werden. Und deshalb treffen wir uns und tauschen Ideen so früh wie möglich aus, um alles in die Wege leiten zu können. Sonnenlicht. Alter, ich kann echt schwer in Worte fassen, wie sehr ich den Sommer vermisse. Und Winter in Deutschland hasse. Freaking beautiful. Lisa. Marius. Ich habe hier einen Kommentar für dich. Ich bin richtig neidisch auf Lisa, was sie alles bei euch lernen kann. Ist das jetzt ein Kompliment an dich oder uns? Ich glaube an euch, weil es ja damit auch aussagt, dass ich noch nichts kann. Dementsprechend scheiß Hate-Kommentar. Nein, wir sind alle stolz auf Lisa. Good job. Ja. Und jetzt geh wieder zurück und zieh Schärfe.
Was keiner weiß, ist total traurig. Es gibt einen kompletten Film von und über Lisa und ihre Ausbildung. Und den müssen wir unbedingt mal fertig machen, weil der ist eigentlich total geil. Und ich habe Lisa immer sehr lange aus den Vlogs und Videos rausgehalten, weil ich eigentlich noch auf den Release von diesem Film warten wollte, so als Ankündigung quasi. Das haben wir leider ein bisschen verkackt. So, Lisa und ich setzen uns jetzt hin und machen ein bisschen Storyboard. Meine Güte, ey. Shotlist und Storyboard, ich verwechsel die beiden Begriffe heute die ganze Zeit, ich weiß nicht warum. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass irgendjemand so schlecht ist im Storyboards zeichnen wie ich. Aber es wird den Job tun und ich hab die geile Vorstellung, wenn das Video fertig ist, ich werde die Storyboards aufbewahren und dann kann man mal in einer Folge hier so ein bisschen vergleichen, wie ich es gezeichnet habe versus wie es geworden ist, falls das für irgendwen interessant ist. Falls nicht, dann gebe ich hier mal kurz einen Einblick in meine Seite 1. Tschüss. Bis morgen. Ich muss wirklich sagen, ich bin ultra privilegiert mit einer Freundin wie Carina, die mich heftigst unterstützt im Alltag und auch bei so einer Produktion wie Venues. Sie hat einfach den gesamten Tag heute damit verbracht. Hallo. Nee, ich habe einen Darm gefärbt. Es fehlt allerdings noch die letzte Schicht. Aber ich glaube, ich bin ganz zufrieden, ja. Oh, Jesus. Richtig unangenehm. Sieht das eklig aus? Mach mal versorgt. Jo. Dankeschön. Sag tschüss. So wird man brutal geil ausgebildet.